Hallo und herzlich willkommen bei CISA. Ich bin Francesca und wir werden heute Mundschutzmasken dekorieren. Da in dieser Zeit wir alle früher oder später eine Mundschutzmaske tragen werden und es so viele Sorten auf dem Markt gibt, habe ich gedacht, ich mache ein Tutorial, wie man eine Maske dekorieren kann. Die Vielfalt an Masken ist groß, von der Einzwecksmaske zu der selbstgenähten, waschbar, wiederverwendbar und so weiter. Ich habe hier heute eine Einwegsmaske aus Fließstoff, nicht waschbar und hitzeempfindlich. Eine Baumwollemaske, die laut Hersteller mit 60 Grad zu waschen ist. Und eine Nylonmaske mit wasserabweichender Beschichtung, die laut Hersteller mit 40 Grad zu waschen ist. Wir fangen an mit der Fließstoffmaske. Das Besondere hier ist, dass man eine Folie braucht, die mit niedriger Temperatur und kürzer Zeit gepresst werden kann. Wir nehmen unsere Hi-Fi-Flex-Folie. Die Folie kann ich mit 120 Grad 5 Sekunden pressen. Ich habe schnell meine Maske personalisiert, ohne sie zu beschädigen. Für die Baumwollemaske habe ich eine wesentlich größere Auswahl an Folien, Farben und Effekten. Fast alle CISA-Folien sind für die Maskendekoration geeignet. Ich werde PS-Film, Glitter und Striplock benutzen. Als letzte dekoriere ich die Nylonmaske. Ihr könnt sehen, dass eine Beschichtung da ist, die Wasser abweist. Ich brauche hier eine Folie, die auf beschichtete Textilien haftet. Ich nehme PS-Film Extra. Die Maske kann nicht flach unter die Platte gelegt werden. Deswegen suche ich mir ein Logo aus, das ich separieren kann und in zwei Schichten pressen kann. Ich finde, die Maske sieht gut aus, aber es fehlt noch was. Glitter wäre eigentlich für Nylon nicht geeignet, aber da ich sie auf PS Extra presse, dann hält sie auch. Jetzt gefällt mir sie richtig gut. Die Möglichkeiten sind viele und die Maskensorten auch. Ihr findet die komplette Liste der empfohlenen CISA-Folie für Maskendekoration auf unserer Internetseite www.cisa.com oder auf unserer Social Media. Das war's für heute. Danke, tschüss!